Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Heute koche ich wieder mit dem Thermomix. Und zwar gibt es heute gefüllte Paprika, Schoten mit Reis und Tomatensauce. Und ich bin schon angefangen, wie ihr hinten seht. Da steht der Thermomix und der ist jetzt am Brutzeln und am Kochen. Ich habe aber dabei mitgefilmt und ja, schaut euch das einfach mal an. Kommt mal mit. Die Zutaten für Paprikaschoten mit Reis brauchen wir 70 Gramm Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 300 Gramm Rinderhackfleisch, 2 Scheiben Toastbrot, 20 Gramm Senf, einen halben Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Viertel Teelöffel schwarzen Pfeffer, ein Ei, 4 Paprikaschoten mit Deckel, dann brauchen wir noch Wasser dabei, 2 Gemüsebrühwürfel oder ich benutze hier das Gemüsebrühepulver und 250 Gramm Reis. Und für die Tomatensauce brauchen wir noch 500 Gramm passierte Tomaten, 50 Gramm Tomatenmark. Dann brauchen wir noch Butter 40 Gramm, Mehl 40 Gramm. Und einen halben Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel schwarzen Pfeffer, ein Teelöffel Zucker, den hole ich gleich noch, und ein Teelöffel Zitronensaft. Thank you.
ist jetzt fertig. Und es riecht so gut. Ja, das stellen wir jetzt erstmal zur Seite. Ups. Das ist der Nachteil, wenn man sich einmal vertan hat mit der Menge, dann ist es schwierig, das wieder rückgängig zu machen. Weil die Zutaten sind ja alle schon irgendwie miteinander verschmolzen. In dem Mixtopf. So, jetzt braucht ihr 3 Minuten, um zu dünsten. Das Tolle daran ist, dass der alles selber macht. Du kannst in der Zwischenzeit die Haare waschen, dich schminken, aufräumen und was weiß ich noch alles erledigen und musst dabei nicht darauf achten, ob das irgendwie überkocht oder so. Jetzt müssen wir die Garflüssigkeit, die wir zurückgelegt haben, wieder einfüllen und dann die passierten Tomaten hineingeben. Dann noch 50 Gramm Tomatenmark, 1/2 Teelöffel Salz, 1/4 Teelöffel schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel Zucker. Dann 1 Teelöffel Zitronensaft, aber ich habe leider keinen Zitronensaft da, also das ist dann weg. Und auf Stufe 4 drehen. Und jetzt wird das Ganze aufgekocht für 5 Minuten. Und ich gebe mir eben dann mal 5 Minuten machen. Auch wollen. Und da haben wir die leckere Tomatensauce. Fertig und jetzt können wir das Ganze schön anrichten.